Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Euro Truck Simulator 2 Let's Plays. Wir befinden uns gerade in Frankreich und fahren einen Bus hinterher. Und zwar fahren wir gerade unseren neuen Iveco Stralis Highway, den wir noch nicht allzu lange besitzen. Das ist noch unsere erste Tour mit diesem neuen LKW. Wir fahren von Frankfurt, dort sind wir gestartet mit 8 Tonnen Sägespäne nach Porto. Und wir können auch mal, ich kann auch mal kurz die Kamera 2 für die Außenperspektive anwählen, damit wir uns die Container angucken können. Und natürlich sollten wir aufpassen, dass wir nicht von der Straße abkommen. Ist gerade ich komme mit dieser Steuerung so nicht ganz zurecht, aber so könnte ich fahren. So, so können wir jetzt fahren. Ich will lieber nichts riskieren. Dieser Perspektive komme ich noch am besten zurecht, muss ich sagen. Und ich denke mal, es geht den meisten so. Das Spiel ist ja auch darauf ausgelegt, dass man in dieser Perspektive fährt. Ja. Wir haben sogar Navi. Ja, wir haben Navi. Das ist doch schön. Und da hinten haben wir zwei extra Spiegel. Einmal diese Spiegel, um nach vorne, also vor den LKW zu gucken. Ist sehr wichtig, denn... Also sind halt so allgemein so Spiegel für tote Winkel. Das da ganz rechts ist ein Rampenspiegel, glaube ich, heißt da. Kann man zum Beispiel dort gucken, ob man richtig auf eine Rampe auffährt. Kann man hier auf der Fahrerseite einfach runter gucken, indem man das Fenster runter macht und dann rausguckt. Und auf der anderen Seite nutzt man eben diesen Spiegel, um zu gucken, ob man vernünftig auf eine Rampe drauf fährt oder so. Zum Beispiel. Ist halt allgemein gut, weil man ja, weil das ja einen Winkel zeigt, den man so normalerweise nicht sehen würde als Fahrer. So, wie es ja, wie Spiegel ja an Fahrzeugen allgemein zu da sind. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut in dieser Perspektive fahren kann. So, wir fahren jetzt mal heute in dieser Perspektive. La la la. Nee, lieber nicht. So. Ich will lieber nichts riskieren. Ja. Ich mache ein wenig viel Blödsinn. Hat es denn schon was gekostet? Nö. Das Führerhaus, also die Zugmaschine, nicht das Führerhaus, die Zugmaschine, hat nur etwas Schaden genommen. Ist etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, weil ist halt normal, ne? Es ist halt etwas Verschleiß bei der Sache, wenn man eben unterwegs ist, ja, ganz normal. Man kann ja Autos nicht ewig fahren. Wenn das so wäre, dann wären ja heute noch tausende Autos aus den 20ern täglich auf den Straßen zu sehen. Also ist aber nicht. Wegen Verschleiß und so. Ne? Und außerdem würde man die Autos deshalb auch viel lieber in ein Museum stellen oder in die Garage, als sie auszufahren. Das macht man ja in dem Fall nur ganz selten. So, Thema der heutigen Folge habe ich mir auch wieder was überlegt. Also ein bisschen habe ich das Thema eigentlich schon mal angesprochen. Ähnelt auch ein bisschen dem Thema der letzten Folge, obwohl eigentlich nur sehr entfernt. In der letzten... Oh, da hat unser Angestellter Mark mal wieder Geld verdient. Fein gemacht, Mark. Ist sogar ein Level aufgestiegen. Schön. Wo war er stehen geblieben? Ja, das hat entfernt etwas mit dem Thema der letzten Folge zu tun. In der letzten Folge habe ich ja darüber, über die Vorurteile geredet, mit denen die Linke zu kämpfen hat. Ob sie jetzt begründet sind oder nicht. Ich meine, so eine gewisse Daseinsberechtigung haben Vorurteile ja immer, wie ich gesagt habe. Nur sind sie meistens pauschalisiert und übertrieben, denn sonst wären das ja keine Vorurteile. So, sonst wäre es ja Wahrheit. Ja, das Thema der heutigen Folge ist... Die wollte ich mal eine Frage erläutern, und zwar die Frage, ist Kommunismus umsetzbar? Ja? Natürlich, viele kennen die Idee des Kommunismus. Kommunismus, denke ich mal, sollte man zumindest kennen, gehört, finde ich, zur Allgemeinbildung. Und zwar, ich kann es ja nochmal erläutern, der Kommunismus will ja, dass alle Leute die gleichen Rechte haben. Gut, das wollen viele, aber der Kommunismus will nicht nur, dass alle die gleichen Rechte haben, sondern will sogar, dass alle das Gleiche haben. Also, Form von Vermögen. So gesehen. Also Besitz und so. Alles gleich viel, jeder gleich viel.
Das hört sich natürlich sehr gut an. Und eine. Das ist ja. Der Kommunismus steht ja auch im Gegensatz zum Kapitalismus. Und der Kapitalismus heißt so mehr oder weniger friss oder stirbt. Ne? Man strengt dich an, dann kannst du auch was werden. Ne? Das ist ja auch sehr gut. Wer sich anstrengt, der wird belohnt. Das hat ja auch diesen Wettbewerb, der auch durch den Kapitalismus eben uns auch ziemlich viel Wirtschaftswachstum bringt, aber auch für Verarmung sorgt. Und Kommunismus würde dann eher für weniger Wirtschaftswachstum sorgen, weil die Leute sich nicht mehr so anstrengen müssen, um sich am Leben zu halten, würde die Gerechtigkeit verbessern. Es würde mehr gerechter auf unserer Welt zugehen, im Sinne des Kommunismus, also, aber nicht im Sinne des Kapitalismus. Die Kapitalisten finden das ja wiederum ungerecht, weil man auch nichts tun kann, trotzdem es kriegt. Aber das ist Ansichtssache. Denn viele strengen sich an und werden trotzdem nicht vernünftig entwickelt. Also hat der Kapitalismus leider auch seine Macht. So. Aber was ich sagen wollte, ist Kommunismus umsetzbar. So. Und zwar, der Kommunismus strebt ja an, das Geld abzuschaffen. Das hat bis heute noch keiner geschafft. Es gibt kein Land, in dem das Geld abgeschafft wurde. Es gibt viele Länder, die haben sich kommunistisch genannt, ja. Haben es aber auch nicht geschafft, das Geld abzuschaffen. Haben es vielleicht auch gar nicht gewollt, weil sie so viel davon hatten und es nicht loswerden wollten. Ja. So. Der Kommunismus sieht ja vor, dass die Waren, die produziert werden, die gehen an den Staat und vom Staat aus werden sie dann wieder an das Volk verteilt, wo dann peinlich genau darauf geachtet wird, dass jeder den gleichen Besitz hat, das gleiche Vermögen insgesamt, wo an Wertgegenständen das gleiche bekommt, die gleichen Konsumgüter, damit keiner ungerecht behandelt wird. Das hört sich natürlich sehr schön an. Das hört sich natürlich super an, wenn man hört, dass alle gleich behandelt werden sollen. Ja. Das hat nur leider den Nachteil, das hat man ja in der DDR gemerkt, das war zwar der Sozialismus, aber da gab es ja auch die Planwirtschaft. Planwirtschaft wäre beim Kommunismus auch erforderlich, sonst könnte man das ja nicht gewährleisten, dass jeder das Gleiche kriegt. Da muss man natürlich auch vernünftig produzieren, denn sonst kann man ja nicht jedem das Gleiche geben, wenn es nicht für jeden gleich will, dann ist ja logisch. Und man weiß ja zum Beispiel, der grobe Unterschied zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik so rum, war ja zum Beispiel, also grob gesagt, konnte man ja eigentlich mehr oder weniger sagen, im Westen gab es alles, ja, da konnte man sich alles kaufen, man musste nur Geld haben und daran hat es gescheitert. In der DDR war das so, Menschen in der DDR, die hatten Geld ohne Ende, die konnten sich eigentlich alles leisten, was sie wollten, ne? War nur nicht da. So, und das waren die großen Nachteile, ja. Und da haben sich zum Beispiel die Leute in der DDR gedacht, ja, bei uns gibt es immer Lieferengpässe, ja, im Westen, da haben sie alles, ja. Und haben vielleicht vergessen, dass sie gar nicht genug Geld haben, um sich das alles zu kaufen. So, und das war eben der Nachteil der Planwirtschaft. Man konnte gar nicht genug produzieren, weil man eben alles so durchplanen musste, weil man eben, ja, das war eben so viel Aufwand, und wenn man so darauf geachtet hat. Und es war halt eben schwer umsetzbar. Das ist schon mal ein Nachteil. So, ein anderer Nachteil ist, wenn man es jetzt zum Beispiel ein wenig liberaler gestalten will, ja, und nach dem Motto, ja, nehmt euch doch einfach, was ihr braucht, wir stellen es zur Verfügung und ihr dürft euch bedienen. Wir produzieren einfach so viel wie möglich, und macht sozusagen ein Warenbuffet und ihr sollt einfach euch mitnehmen, was ihr gebrauchen könnt. Das hört sich natürlich auch sehr schön an, wenn man so viel produziert wie im Kapitalismus, ja, weil man das nicht überwacht. Man entlohnt vielleicht die Arbeiter von sich, indem man ihnen sagt, nehmt euch, was ihr wollt. Das hat einen Nachteil, also Geld ist ja im Kommunismus dann abgeschafft. Die Leute kriegen keinen Lohn, die dürfen sich zwar nehmen, was sie wollen, aber das ist egal, ob sie arbeiten oder nicht. Und ja, wenn man das nicht kontrolliert, wenn man keine Planwirtschaft hat, könnte es auch Leute geben, die nehmen sich dann einfach mehr als sie brauchen. Nach dem Motto, ja, ist ja da, ne, dann nehme ich mir das mal, ich bin der Schnellste.
Und jetzt frage ich mich gerade, sind wir in Albi? Weil wir fahren da gerade dran vorbei. Nö. Wenn wir Albi nicht betreten, fahren wir weiter. Ich weiß gar nicht, ob es in Albi was zu entdecken gibt, aber naja, nebensächlich. Solange wir die Stadt nicht betreten kann, ist das am allerwertesten vorbeigehen. So. Und ja. So, das sind eben die Grundprobleme, ne? Beim Kommunismus. Die Idee ist gut, nur die Umsetzung an der hapert's. Denn es gibt Leute, die können dieses System missbrauchen. Hat es ja auch gegeben. Es hat zwar noch keiner geschafft, den Kommunismus so wirklich einzuführen, aber es hat Leute gegeben, die aus dieser demokratischen Idee eine Diktatur gemacht haben. Ja. Ja. Wie hieß es so schön bei der Farm der Tiere, bei Animal Farm von George Orwell aus dem Jahr 1945? Alle Tiere sind gleich und manche sind gleicher. Oder so hieß das, glaube ich, ne? Wo sich eben die Schweine, also auf dieser Tierfarm, wo sie versucht haben, eben so einen kommunistischen Staat aufzubauen, haben eben die Schweine die Führung übernommen und haben dann irgendwann eine Diktatur daraus gemacht. So, ne? Mit den Grundsätzen, alle sind gleich, aber manche sind eben gleicher. Und so war das natürlich auch zum Beispiel in der Sowjetunion. Deswegen hatte George Orwell das wahrscheinlich auch so geschrieben. Denn da war es ja auch so, dass es den Leuten, die ganz oben waren, ging es eben richtig gut. Viel besser als den Leuten, die nicht ganz oben waren. Die Idee war, dass es allen gleich geht, aber es ging der einen total, den einen ging es total mies und den anderen ging es total gut. Ja, es hat also, wie gesagt, noch keiner geschafft, dieses System vernünftig einzuführen und auch dafür gesorgt, dass es wirklich allen gleich gut geht. Das ist sehr bedauerlich, denn es ist eine gute Idee. Aber der Kapitalismus hat uns bisher weitergebracht, auch wenn er uns ausbeutet teilweise. Aber er hat uns weitergebracht, als es der Kommunismus getan hat. Gut, wir hier in Deutschland, jetzt abgesehen von der ehemaligen DDR, hatten wir ja kaum Erfahrung mit dem Kommunismus gehabt. Aber ja, trotzdem. Das Grundprinzip des Kapitalismus ist eben etwas sehr Gutes, denn wer sich anstrengt, der kriegt auch viel. So, nur hat es den Nachteil, den wir eben haben, werden sich Leute nicht anstrengen können, weil sie nicht dazu in der Lage sind oder weil sie keine Arbeit finden, haben sie ein Problem. So, das ist der Nachteil. Und auch wenn sie sich anstrengen können, gibt es einige, die strengen sich unwahrscheinlich an, mehr als andere Leute, und kriegen trotzdem nicht mehr. Ja, im Kapitalismus kann jeder reich werden, das stimmt. Jeder, aber nicht alle. Denn dann sind wir ja beim Kommunismus. Und beim Kommunismus können ja nicht alle reich sein. Da können alle nur gleich viele haben, was eben im Optimalfall genug zum Leben ist. Oder für einen diesen Lebensstandard ist, den man eben gerne hätte. Dass eben alle zur Mittelschicht gehören. Genau. Das ist halt das Grundproblem. Ich glaube, das habe ich jetzt schon oft genug erläutert. Genau. Eigentlich ist ja Glücksspiel auch sowas in der Richtung. Man hofft da Gewinn zu machen, dass man dann Geld hat und dann nichts mehr tun muss. Tun kann, aber nicht tun muss. Und das ist ja dann auch wieder was Schlechtes, denn ich habe schon öfter gesagt, Geld ist eigentlich nur als Tauschmittel gedacht und als Entlohnung dafür, dass man etwas geleistet hat, auch zum Beispiel. Also als Tauschmittel eben für Arbeit, die man vollbringt, oder für Waren, die man verkauft. Oder dass man sich Waren von Geld kaufen kann. Oder Dienstleistungen. Ja. Und ich finde es eben nicht gut, wenn man Geld verdient, ohne etwas für die Gesellschaft zu tun. Und das ist zum Beispiel durch Zinsen oder durch Glücksspiel. Ich mache kein Glücksspiel. Und will es auch nicht tun. Und ich bin, mein, will jetzt nicht unbedingt sagen, ich wäre jetzt so arg links, aber ich finde diese Ideen schon gut und ich finde es eben schon gut, wenn man dafür sorgen will, dass es allen gut geht, ne? Das ist ja auch vernünftig, dass man dafür sorgen will. Aber es ist natürlich leider, ist der Grund, dass wir es noch nicht eingeführt haben, ist eben, dass es auch nicht so einfach ist, das einzuführen, weil sich Leute dagegen stellen. Das ist eben der große Nachteil.
So. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Dann können wir noch unterwegs sein. Noch 4 Stunden. Ich glaube, wir entdecken mal ein bisschen Toulouse in der heutigen Folge noch. Oder? Oder wir stellen hier uns an die Ampel und beenden die Folge und machen es in der nächsten. Ich glaube, so machen wir das. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Ampel ist gerade grün geworden, um mich zu ärgern. Vielleicht wird sie ja wieder rot. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich selbstverständlich über Bewertung und noch wesentlich mehr über Kommentare. Die Ampel tut, was ich mir irgendwie erhofft habe, obwohl ich es sonst eigentlich nicht mag. Also, das war wie so ein Thema, wo ich liebend gerne auch diskutieren würde, auch liebend gerne mit Leuten, die andere Meinung haben, die vielleicht auch sagen, Kommunismus ist möglich, aber ich glaube es nicht, weil es Leute gibt, die es missbrauchen. Grundsätzlich gute Idee, aber schlecht umzusetzen. So, und ich bedanke mich zusehen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.